Moin, werte Zuschauer, willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe die Ehre, ein Stativ der besonderen Art von Kiptoy auszutesten, und zwar der Lightstand oder Lamp Tripod, so wird er auch genannt. Aber man kann ihn natürlich auch dank Standard 1/4 Zoll Gewinde für Kameras und dergleichen verwenden. Das Besondere ist das geringe Gewicht von nur 688 Gramm. Das Ganze sieht auf den ersten Blick sehr filigran aus und ich dachte, oh, für 21 Euro, das ist vielleicht doch ein bisschen teuer. Aber man muss das Ganze so sehen, Stative, die ähnlich viel kosten, die sind definitiv schwerer und größer und können auch nicht so viel tragen. Dieses Stativ ist mit einer Ladekapazität von 4,5 Kilogramm angegeben. Das sieht man dem Stativ nicht an. Das ist jedenfalls auch eine Herstellerangabe mit dem 4,5 Kilogramm, die ich nicht getestet habe, weil meine Kameras halt auch nicht so schwer sind. Aber günstigere Stative oder ähnlich teure Stative, die sind meistens dann nur so mit 3 oder gar nur 1,5 Kilogramm angegeben. Und die meisten Stative, die erreichen auch gar nicht mal so eine große Höhe wie dieses Stativ hier. Dieser Kollege hier kann von 47 cm ausgehend bis 1,50 m in der Höhe ausgezogen werden. Das ist Wahnsinn. Und das schaffen viele ähnlich teure Stative nicht. Zumal dies sogar echtes Aluminium ist und kein günstiges Plastik. Ihr habt das Ganze, ihr seht es, zweigeteilt. Das Ganze müsste man an für sich mehr als ja, Selfie-Stick betrachten, denn als Stativ. Naja, weil für ein Stativ an sich finde ich die Konstruktion zu wackelig. Ihr könnt dies hier aufklappen. Ich zeige euch das jetzt mal. So, dann könnt ihr das hier so hinstellen. Moment. Und dann kommt dort diese Selfie-Stick-Stange hinein. Das Ganze wird tatsächlich eben zweigeteilt angeliefert. Und dann müsst ihr das hier unten noch festschrauben. Ja. Gut, auf Dauer finde ich diese zweigeteilte Geschichte dann doch ein bisschen zu anstrengend, weil die anderen Stative sind da eben bedeutend schneller aufgebaut, weil sie eben nicht aus diesen zwei Teilen bestehen. Ja, jetzt gibt es hier diese Schnellverschlüsse, um das Stativ eben auch ausfahren zu können. Gibt es einmal. Ja, genau, muss man auch wieder umklappen. Ich halte ehrlich gesagt von diesen Schnellverschlüssen nicht allzu viel, weil mir ist bei einem Stativ, welches eben diese Schnellverschlüsse hatte, eben eines dieser Elemente kaputt gebrochen. Konnte ich das Stativ also nicht mehr nutzen. Ja, das Stativ von Kiptoy erreicht tatsächlich schon fast die Höhe meines Rollei C50i hier auf der linken. Das ist mit knapp 160 cm Höhe angegeben. Dazu muss man aber auch sagen, dass hier auf der linken ist ein 100 Euro Stativ, während dies nur so um die 20 Euro kostet. Das ist natürlich dann qualitativ natürlich auch schon ein nennenswerter Unterschied. Zumal hier dieses Rollei C50i auch mit einer maximalen Ladekapazität von 8 Kilogramm angegeben ist. Und ihr seht, die Aufstellfläche ist natürlich deutlich größer. Dieses Stativ, das steht dementsprechend auch deutlich sicherer auf dem Boden und ihr könnt dann die Beine unabhängig voneinander in der Höhe variieren, während man dies von diesem Stativ halt nicht behaupten kann. Das hat eben eine geringere Aufstellfläche. Dementsprechend ist es eben auch deutlich wackeliger und der steht dann eigentlich bombenfest auf dem Boden. Gut, aber man muss natürlich auch bedenken, die Höhe hier von 1,50 wird auch nicht von jedem gleich teuren Stativ erreicht. Und
Wie gesagt, viel mehr wirkt es als überdimensionierter Selfie-Stick mit Stativerweiterung. Aber die 4,5 Kilogramm Ladekapazität, die beeindrucken doch. Bei dem geringen Gewicht von nur 688 Gramm, wenn dieses Stativ auf 1,5 Kilogramm kommt, aber es ist eben auch deutlich robuster, muss man ja auch sehen. Genau. Übrigens, eine Selfie-Stick-Funktion hat das Stativ auch in diesem Bein. Kann man abschrauben oder mit der Stange verbinden und dann hat man auch seinen Selfie-Stick. Von daher. Und man kann auch hier bei dem Stativ unten die Kamera befestigen für Makroaufnahmen. Da ist zwar eine Schraube unten, aber da muss man so eine kompakte Kamera haben. Meine Videokamera, mit der ich gerade filme, die passt da nicht drauf. Vielleicht nochmal zum Kopf ganz kurz. Ihr könnt den dann auch, wie auch hier, aber natürlich nicht so fein wie hier, sondern nur in gröberen Schritten verstellen. Naja, ist ein bisschen wackeliger halt. Aber es geht. So, arretieren. Und... Naja, ein großer Vorteil ist natürlich, ihr braucht hier insgesamt nur 4 Schnellverschlüsse bedienen, während ihr hier 3x3 Verschlüsse verstellen müsst. Das sind, na doch, das sind dann also 9 an der Zahl. Ist natürlich dann langsamer auch aufgebaut. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und denkt dran, bleibt gesund, noch ein bisschen durchhalten. Und vielleicht hören wir uns dann ja Mittwochabends oder Donnerstagabends bei Discord wieder. Mal sehen. Bis dahin.